Das wird wieder eine Einleitung über den schönen Sommerhimmel. Endlich kann man das mal sagen. Ich bin in Naumburg. Servus, und ihr könnt es eigentlich jetzt schon erkennen, wo ich bin, zu meinem Quartalsbesuch bei Caravan Rossold. Und hinter mir sitzt der liebe Herr Rossold. Der hat jetzt gerade noch eine Besprechung gehabt mit dem Bauleiter. Und da will ich euch eins zeigen. Er kann uns sicher auch mehr dazu sagen. Er sitzt und denkt. Und stellt sich wahrscheinlich schon mal hier, seht ihr ihn, da sitzt er, die neue Werkstatt vor. Ist das so? Klopf, klopf. Tobi, die Tür war aber offen. Die Tür war offen, genau. Ja, die Tore sind noch nicht da. Was sagst du denn eigentlich? Ich habe gerade schon angeteasert, Mordsprojekt, auch demnächst schon fertig. Man kann sich noch gar nicht ganz vorstellen, aber es ist so, gell? Ja, also den einen zeitlichen Störfaktor, den wir hatten, den kennst du ja. Da fängt ja auch mit dem C an, wie unser Camping. Ja. Dann habe ich natürlich immer gedacht, gib dem Flughafen die Chance, dass da eher fertig ist als deine Werkstatt. Aber wir kommen nicht ganz in die finanziellen Bereiche des Flughafens. Aber wollen das wir wünsche auch nicht. Ich dir. Das wünsche ich ja. Dir. Ja. Also ich bin eigentlich völlig geflasht, wenn du mal hier drin sitzt. Und ich glaube, wenn Dach drauf, dann wird das alles noch, dann ist die Wirkung des Gebäudes noch viel mehr. Also wir haben jetzt hier 15 Meter in der Tiefe, also man kriegt dann von den gängigen Mobilen, wie du auch gerade eins fährst, zwei Stück hintereinander. Ja. Und fünf Bereiche, also Arbeit für die zukünftigen Mengen an Fahrzeugen, die wir hoffentlich alle in Service und in Nachrüstgeschäfte und in vielleicht Reparaturen, aber so viel gehen sie ja nicht kaputt. Das wünscht man auch niemandem, aber nein. Letztendlich muss man ja da sein dafür. Aber Fakt ist eins, wir freuen uns alle, die Mannschaft ist wieder voll motiviert, war auch eine Zeit, wo wir viel gelitten haben, weil man muss halt immer gucken. Aber ich habe immer gesagt, wenn sie abgebrannt wäre, hätten wir uns nicht darauf vorbereiten können, so konnten wir uns vorbereiten, so konnten wir planen. Und zum Glück sind wir jetzt auch langsam, in hoffentlich langsam und nachhaltigen Schritten, dass wir offen lassen dürfen. Meine Arbeiten durften wir eh durchweg. Verkauf war ja wie immer, oder nicht wie immer, sondern wie auch letztes Jahr schon. Man konnte ja üben. Ja. Man konnte ja diesen Online-Verkauf, den aber die Caravan-Branche, also der vernünftige Caravan-Händler, hat es ja schon immer gehabt, ja, dass er online oder digital verkauft hat im Verhältnis zu vielen anderen Geschäften. Und da war das für uns nicht ganz so schwierig. Aber man merkt, die Leute sind so was von kribbelig und wollen los, ist auch völlig nachvollziehbar. Das jetzt stimmt. Machen ja, was habe ich vorhin gehört, Österreich macht jetzt auf, ja. Kroatien hat offen. Ja. Ich gönne es jedem touristischen Land, endlich wieder Touristen bekommen zu dürfen. Damit natürlich auch Geld verdienen, muss man nicht reden. Ist ja nun mal das Geschäft. Ist ja die Region Burgenlandkreis ist ja auch touristisch sehr angehaucht. Und ich kenne ja wirklich viele Leute, die ganzen Weinbauern, die sagen, oh, keine Geschäfte, die Gaststätten zu, kein Weinverkauf in den Gaststätten. Die Bierleute, ich hatte letztens einen Kunden von Radeberger, der sagte, keine Fässer, keine Konzerte, kein nichts. EM und ich, ohne Public Viewing? Heute Abend geht's los, juhu. So, ich, ganz ehrlich, ich bin ja wirklich auch ein absoluter Fußballfan, auch durch meinen Philipp, der hat ja nun 18 Jahre lang Landesliga gespielt, nicht Bundesliga, Landesliga gespielt. Und da bin ich jetzt also auch ein absoluter Fußballfreak. Und ganz ehrlich, so richtig bin ich noch. Nee, ich habe es gerade im Radio auch gehört. Die Leute sind noch nicht in dem Feeling. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn ich dran denke, so an die letzten Großveranstaltungen, was hast du da schon überlegt? Und hast dann schon organisiert mit Grillen und Tun. Und, ist dann übrigens so, dass dann hier oben an diese Flächen oben kommt dann Flatscreens hin, damit du dann immer die einzelnen Spiele gucken kannst. Das heißt, da ist der Arbeitsablauf eingeblendet. Also, ihr seht, ein Händler, auch so ein großer Partner, seit 30 Jahren, glaube ich. 31. Jahr Rossold in Naumburg, das muss man sich mal vorstellen. Der muss das Geld, das er verdient, auch gleich wieder in die Hand nehmen, die Infrastruktur erweitern. Sonst ist man natürlich auf die Welle der Dinge, die dir jetzt kommen wollen, auch nicht aufgestellt. Also es ist nicht alles hier einfach nur wegstecken. Ja, und ich glaube, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, wie viele Fahrzeuge mittlerweile im Markt sind und die brauchen ja die nächsten Jahre alle eine Durchsicht, eine Dichtigkeitsprüfung, eine Gasprüfung, wenn Pflegeservice. Das mal so ist. Ja. Und natürlich auch Solar, ja.
Lithium, Luftfeder, genau. Hubstützen, egal was. Die Nachsorge ist jetzt wichtig. Die Nachsorge ist hochgradig wichtig, damit auch die, ich sag mal, die neu gewonnenen Kunden, ob sie jetzt nun Corona-bedingt nicht fahren durften, aber viele haben ja, glaube ich, auch Spaß an dieser Urlaubsform gefunden, die sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Wir können es ja gut verstehen. Ja, weil man eben doch sehr viel selber in die Hand nehmen kann und nicht abhängig sein muss von einem Flugzeug, von einem Schiff. Schiff bedingt, wenn du, was weiß ich, Norwegen oder Mittelmeer bist. Aber du hast eben, du kannst viel selber steuern und das haben, glaube ich, viele verstanden. Und Europa ist auch auf dem Landweg. Die erreichbaren Ziele sind auch wunderschön, egal in welche Richtung du fährst. Ob du jetzt sagst, ich mache jetzt Natur, ich mache aktiven Sport, Surfen, Mountainbiken, Reiten, sonst was. Hat Europa sehr viel zu bieten. Hat Deutschland unheimlich viel zu bieten. Aber hallo. Es wird, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Infrastruktur, das haben wir ja vorhin schon besprochen. Ja, die ja. ist auf jeden Fall sehr spannend. Auch Naumburg, Reisemobilstellplatz. Oh ja. Habe ich jetzt schon Gespräche geführt, wie man dort auch ein paar Sachen umgestalten kann. Also die Arbeit wird definitiv nicht weniger. Sie macht weiterhin immer noch Höllenspaß. Weißt du was, ich werd diese Sendung, diese Einleitung von dir, weil dir hören die Leute gern zu. Bei mir ist es immer, weißt du, ich muss noch zwei Minuten aufhören mit meinem Redeflow. Aber wer ruft jetzt bei Hermann und Wittrock an und fragt, ob wir ein paar Euro für die Werbung bekommen, die wir gerade gemacht haben, im Hintergrund. Ich hatte noch nie so lange einen Steiger im Hintergrund. Bist du? Ich folge dir. Komm, lass uns quatschen, lass uns zwischen die Camper gehen. Ja, du triffst das auf den Punkt, wie immer. Jetzt wirst du natürlich erstaunt sein, dass unser sonst immer proppenvoller Platz immer noch proppenvoll ist, aber leider nicht mehr ganz mit so viel Verkaufsware, sondern mit verkauft, Reparatur, Auslieferung. Ja, ich habe schon gesehen, durchgehen. Mit vielen. Sag mal, die Vermietung läuft wieder an. Merkt man das jetzt? Ist das sofort? Ich bin ja froh. Ach, die Leute, das ging ja nur hin und her. Wir buchen. Wir dürfen ja gar nicht. Wir stornieren wieder. Ach nee, lassen Sie mal doch stehen. Und also war eine spannende Nummer, muss man ja echt sagen. Die, aber wie gesagt, die Leute sind ja nicht hier zum Urlaub machen, sondern das ist ja denen ihr Job. Ne? Hier haben wir schön unseren kleinsten, unseren Crosscamp. Also wenn ihr NMB vorne seht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er hier von Rossal kommt. Ist nämlich beim Herfahren schon einer entgegengekommen von Siehst du? Und Deadlifts. Und haben jetzt mittlerweile, sind wir ja in allen Größenbereichen fast allen Größenbereichen vorgestoßen. Und die Vermietung läuft jetzt natürlich langsam an, aber hatten auch März, April, Mai. Ja, ja. Und wenn du halt mal schnell 70, 80 Autos hast. Das drückt auf die. Ja, dann musst du dann überlegen, ob du nicht den Werkstattneubau doch wieder stoppst. Aber egal. Übrigens, wer sich jetzt denkt, wo arbeiten denn jetzt die vielen fleißigen Hände von Rossol hier in Naumburg währenddessen? Es gibt genug Alternativen überdacht. Ja? Also hier muss jetzt keiner im Freien schrauben. Nein, Einmalhalle, hier haben wir ein Zelt angemietet, wo man dann am Wochenende, hätte man natürlich zu Corona-Zeiten immer Party machen können, aber macht sich auch schlecht. Fällt raus, haben wir keine Zeit zum Party machen. Keine Zeit zum Party machen. Ja, und hier haben wir jetzt, wie gesagt, dann schon, weil normalerweise, weißt du, hier stehen ja immer Campervans. Ja. Die ganze Meile voll. Guck mal. Übrigens, hier siehst du gerade mal eines unserer neuen Projekte für unser Showcar. Das wird jetzt zum Beispiel eines unserer Projekte für die neue Werkstatt. Ja. Na, Pimp My Car. Heimer One. Naumburg Heimer One. Ja, da war, als der Außendienstler von Hümer hier war, sagte, dieses Kennzeichen hat bei uns nur einer. Ja, genau. Ja. Und das durfte vorher nur der Erwin fahren. Ja, also jetzt, übrigens, das können wir gleich mal ein bisschen ins Technische. Bitte. Man muss also nicht unbedingt die 18 Zöller fahren, was natürlich geiler aussieht. Man kann also auch die 16 Zöller nehmen und fährt trotzdem, glaube ich, mit 2,5, 2,8. Ja. Also vom Fahrkomfort viel günstiger. Ne? Dann hier schön die Lippe dran, damit man. Das schaut super geil aus. Ich finde es toll. Ob man jetzt unbedingt jetzt diese Felgen nehmen muss, ist die Frage. Aber macht ihn cooler. So, dann haben wir vorne den Ramkel dran, haben auch Das kenne ich noch. Weißt du, wo mir das erste Mal
begegnet ist, ist ja unsere Generation, darf ich jetzt mal sagen. Rallye Paris-Dakar. Bei der Porsche vorne, da hatten alle diese Pia-Scheinwerfer drauf. Ja, das hat so für mich den Rallye-Touch. Wir machen das jetzt, haben wir jetzt mal ein bisschen so bisschen spacey schick gemacht. Schick. Wirkt natürlich im Campovolo-Grau noch richtig schön. Ja, das stimmt. So, nicht, dass du jetzt erschreckst, dass es hier so leer ist, aber ja. Ja, manche werden sagen, ja, aber Leute, ich habe vorhin durchgeguckt, da ist noch einiges zum Ausliefern. Es ist noch einiges zum Ausliefern, also hinten steht doch noch gut. Ja. Kommt auch noch was, wenn unsere Wirtschaft sich mal wieder überlegt, dass man in allen Bereichen die Rohstoffe und entsprechenden Rohmaterialien für, was haben Sie jetzt gesagt, es gibt kein Granulat für Acrylfenster, ja. Es gibt kein Kleber zur Seitenwandproduktion. Und ich kann auch den Endkunden völlig verstehen. Der hat sein Fahrzeug im September, Oktober bestellt und jetzt haben wir Juli. Und ich sage ihm, Lieferung, keine Ahnung, weiß ich nicht. Jetzt geht ja bei den Chassis schon los, bei den Fenstern, bei Truma. Ich Truma spazieren gehen, ja, wir beide. Alles, was Elektronik ist, es ist nervig, es ist traurig. Wohingegen wir wirklich sagen, wisst ihr was, dann nimmt das Auto erstmal als Grundfahrzeug. Ja. Und die iNet-Box oder die SAT-Anlage oder den Fernseher, den gibt es halt nach dem Urlaub. Aber Auto ist erstmal da. Aber selbst das klappt ja nicht immer, weil, wie gesagt, noch ein paar Teile fehlen. Und das ist immer ärgerlich. Aber du hast noch ein bisschen verfügbare Waage jetzt für die 21er Modelle und dann kommt ja eh schon der Rest. Ein bisschen was haben wir noch da. Da gucken wir jetzt mal vor. In unsere Richtung Neuwagen. So, dann drehen wir mal nach vorne, weil wir haben nämlich zwei coole Fahrzeuge hier. Ja, mal ein bisschen. Du hast mir schon angeteasert. Ja. Das werden wir jetzt auch machen. Da gibt es dann zwei extra Videos davon. Wir schauen mal in Richtung nicht so Grundrisse, die es immer gibt. Ja. Also diese typischen Queensbett oder normale Einzelbetten hochgesetzt mit Garage drunter. Ja. Sondern es gibt ja auch genügend Menschen, die sagen, ich möchte ein Wohnmobil, 7,5 Meter. Genau. Ich brauche ein Hubbett, wenn mal die Enkel mitfahren. Ich brauche, wenn mal die Enkel mit möchten. Alles festgehalten. Alles wird festgehalten. Jedes Wort von Andreas Rosso wird festgehalten. Ja, kann auch gegen mich verwendet werden. Nein. Aber ich habe dann voriges Jahr, als wir auf Elba im Urlaub waren, habe ich gesagt, also wenn ich mal irgendwo ins Exil muss, dann gehe ich dahin. Da waren wir bei Napoleon in seinem Raum. Übrigens, wenn ihr euch wundert, dass Andreas hinten die Maske baumelt hat, wir sind alle hier immer im Testverfahren. Wir haben immer schon Stäbchen noch eingebaut. Wir haben zwar, inzidenzmäßig sind wir jetzt wirklich ganz weit runter, ja. Aber man kann ja nie wissen. Also nein, man muss es ja dazu sagen, nicht, dass der eine oder andere schon wieder drauf kommt, jetzt hier die Diskussion zu eröffnen. Also, der hat doch das Ding auf dem Rücken. Warum hat das nicht auf? Und der andere sagt, warum setzt das überhaupt auf? Abstand. Wir halten Abstand. Wir sind aha. Früher waren das die älteren Herren. Also wenn man jetzt mal wenn wir jetzt mal schauen, ja? Dass wir immer noch im Urban Vehicle immer noch den Gegner des Californias da haben, also unseren Campster. Und in so vielen Ausführungen. Wahnsinn. In verschiedenen Farben. Also auch mal schönes Metallic. Auch das Univice. Und natürlich dann den aktuellen Gegner. Ja. Ja. Aus der gleichen Produktion. Aus der gleichen Produktion. Ja. Den Crosscamp. Ja. Schicke Autos, die sich sehr gut bewähren. Immer mehr auf den Markt drängen. Ja. Naja, weil du natürlich auch hier, gerade im Crosscamp hast du eben so ein paar Highlights. Ach, übrigens hier, ganz neu, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Das ist ja der Light ohne Küche. Stimmt, der hat keine Küche, jetzt wo du das sagst. Ja, ja. Meistens mittlerweile hat man ja nicht mehr alles im Kopf. Ne? Wenn du mal, warte mal, muss ich kurz gucken. Da ist aber dann quasi die Verkabelung auch nicht mehr drin. Ja, wenn du, ja. Ja, haben wir da sogar noch zwei Stück da. Wenn du später mal drauf kommst, du kannst nachrüsten. Ja, es ist vorbereitet. Ja, ist vorbereitet. Ja, vorbereiten. Ja. Ja. Muss dazu sagen, der braucht noch ein bisschen, weil das sind die Leute noch, den haben sie noch nicht ganz so auf dem Schirm. Ja. Aber sonst, wie gesagt, ist das Auto immer noch eine gute Geschichte. Klappt immer ganz gut. So, jetzt siehst du mal den einen der Renner von der Firma Hümer. Den es dann aktuell als Sondermodell gewesen.
Und 4x4 sieht man ja auch am hohen Fahrzeug. Du hast so eine tolle Einleitung gemacht, dass wir jetzt unseren berühmten Rossall-Cut machen. Wir haben jetzt 15 Minuten auf dem Zähler und mit dem ein extra Video machen, oder? Okay. Weil der gibt es ja, ja her. Ist dir das recht so? Alles gut. Also dann, wir sehen uns gleich wieder hier mit diesem Fahrzeug, das mir schon lange in meinem Repertoire fehlt und bin froh, dass du stehen hast. Ja, irgendeinen Grund musste ich haben, zu mir zu kommen. Richtig? Nein, Blödsinn. Ja. Naumburg ist schön, Rossall. Seht ihr ja selber. Ja. Bis gleich. Ciao.